Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, ich bin ganz dunkel. Moment mal gerade. So. Jetzt brennt ein bisschen Licht. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's Play. Let's Race F1 2015. Wir kehren als frisch gebackene Weltmeister nach Sochi zum nächsten Formel 1 Rennen. Oder kommen zum nächsten Formel 1 Rennen in Austin, Texas. Und da hören wir doch jetzt zuerst mal, was uns denn Kai Ebel so über Austin, Texas zu erzählen hat. Wir befinden uns hier auf dem Circuit of the Americas in Texas und warten auf den Auftakt zu einem spannenden Rennwochenende. Es ist schön, wieder in Amerika zu sein auf einer Strecke, die bei Fans und Fahrern sehr beliebt ist. Sie ist nicht nur interessant zu fahren, sondern sie bietet auch eine Reihe toller Überholmöglichkeiten. Die Gerade kurz vor der 12. Kurve ist großartig zum Überholen. Sie liegt innerhalb der ersten DRS-Zone. Die Autos können also leicht den Abstand von einer Sekunde überbrücken und sich vor der Kurve nach vorn setzen. Und wenn man dafür noch nicht dicht genug dran ist, kann man es trotzdem versuchen und hoffen, dass der Kontrahent sich einschüchtern lässt. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topleistung in Kurven am wichtigsten? Auf dieser Strecke wird eine gute Aerodynamik belohnt. Also sollten Red Bull und Mercedes hier gut abschneiden. Schneiden ja auf den meisten Strecken gut ab. Dank ihres Vorteils durch den effizienten Abtrieb sind sie immer einen Schritt voraus. Stimmt ja nicht ganz für die Saison 2015, aber zu dem Aufnahmezeitpunkt konnte man das ja nicht wirklich ahnen. So, auf jeden Fall lassen wir jetzt den Setup-Guru kommen. Der kann sich nämlich jetzt schön mal das Setup unseres Wagens des Setups unseres Wagens annehmen. Und wir gehen auf höhere Spitzengeschwindigkeiten. Probieren es einfach mal aus. Gehen ganz kurz mal noch hier hin. Aktuelle Bedingungen. Ja, soll aber konstant bleiben über das freie Training. Also fahren wir raus. Und ganz kurz gucken, dass die Steuerungseinstellungen auch auf Benutzer definiert stehen. So. So. Jetzt geht's raus auf die Strecke. Mal gucken, wie konkurrenzfähig wir hier heute sind. Gehen aber schon mal gleich hin. Und schon mal noch ein bisschen den Motor. Ich meine, wir haben zwar nichts mehr zu verlieren. Wir sind ja Weltmeister. Aber es geht ja auch noch um die Konstrukteurs-WM fürs Team. Denn wir sind, glaube ich, noch nicht sicher vor Ferrari. Und haben immer noch die Chance, Mercedes vielleicht doch noch abzupassen. Zwei Pünktchen sind tatsächlich nicht viel. Da haben wir einen Toro Rosso vor uns, namentlich Carlos Sainz. Und hier viel zu schnell in diese Kurve da reingefahren, die Haarnadel. Jetzt über die ganz lange Gerade, eine der längsten Geraden der ganzen Saison. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellungen. Übersteuern bedeutet, dass die Hinterreifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Na, hier waren nochmal die Kurve zu weit innen eingefahren. Was dachte, kommen wir viel zu weit raus. Okay, das war zu weit innen durch, deswegen hier zu weit raus. So, wir haben nochmal eine DRS-Zone auf der Stadt-Zielgeraden. Hier den Hügel hoch. Ja, aktuell zum Aufnahmezeitpunkt und auch zum Ausstrahlzeitpunkt ist gerade die erste Testwoche in Barcelona, also die ganz offizielle erste Formel 1 Testwoche vorübergegangen und
Ferrari war mit Vettel mitunter das schnellste Auto. Nee, aber war viel zu weit rausgefahren. So. Ab hier greifen wir dann nochmal ein. Bis auf den einen Testtag, ich glaube, das war der Mittwoch, da war Nico Hülkenberg schnellster. Das Auto von vom amerikanischen Haas F1-Team scheint immerhin halbwegs fehlerfrei zu funktionieren und die Zeiten waren gar nicht so schlecht im Verhältnis zur Konkurrenz. Natürlich ist das alles noch mit viel Vorsicht zu genießen, denn man weiß nicht, welche Teams haben jetzt schon die Teile, also aerodynamische Teile dran, die auch final am Ende der Melbourne oder sagen wir mal bis zum Rennen in Barcelona fahren meistens die Teams mit einem Aero-Paket, bis das erste richtige große Update fürs Auto kommt. In den letzten Jahren war das zumindest immer so. Und Bottas der schnellste und jetzt hat schon Vettel wieder nachgelegt. Oh, da sind wir weit entfernt von Vettels Zeit. Nur siebter. Wenn wir da nochmal ein bisschen nachlegen, würde ich sagen. Ach, come on. Viel zu viel untersteuern. Ich habe kein Problem mit übersteuern, ich habe Problem mit untersteuern. Naja, als ich sagen wollte, also das Haas F1-Team sieht relativ konkurrenzfähig aus für das, für sein Debüt. Wenn man holt, wie weit abgeschlagen Virgin, beziehungsweise später Marussia, dann HRT und Lotus in ihrer Debütsaison waren und ja auch viele Saisons danach waren, wie katastrophal McLaren letztes Jahr bei den Tests abgeschnitten hat. Die haben auch ordentlich zugelegt. Stellt sich jetzt die Frage, ob sie über eine gesamte Saison oder wirklich unter gleichen Qualifying- und Rennbedingungen so konkurrenzfähig gegenüber jetzt Mercedes, Red Bull oder Ferrari sind. Ich denke, Mercedes wird trotz allem am Ende dann doch wieder der sein, der es zu schlagen gilt. Denn die haben ganz sicherlich unter diesem Reglement bis jetzt immer das beste Auto gehabt unter diesem technischen Reglement mit den Hybridmotoren und alles. Und die haben das ja nicht verlernt, wie man so ein Auto baut. Gespannt kann man sein darauf, ob Ferrari nur auf eine schnelle Runde wirklich dem Mercedes Paroli bieten kann oder ob sie es tatsächlich auch geschafft haben, bei Longruns unter gleichen Bedingungen ebenfalls so zuzulegen. So, immerhin jetzt zweiter. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf P2. P2 mit der letzten Runde. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ich denke aber auch, Vettel war da jetzt auf Normalgemisch unterwegs. Nicht wie wir auf. Oh, abgelenkt worden durch eine Motte. So. So, Force India scheint ein besseres Auto als in der Vorsaison zu haben. Zumindest zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison. Renault ist etwa dort, wo Lotus auch letztes Jahr war. Ein gutes Mittelfeldteam. Sauber kann man noch nicht bewerten, weil sie noch mit dem C34, also dem 2015er Auto gefahren sind.
gilt es also auch noch abzuwarten, wie konkurrenzfähig ihr neues Fahrzeug dann am Ende ist. Ziehen wir es durch, dann kommen wir vielleicht nicht mehr auf eine schnelle Runde mit den weichen Reifen, aber egal. Zack! Neue schnellste Rennrunde. Damit wärst du jetzt der bisher schnellste in dieser Session. Ja, also wie gesagt, man weiß ja auch nicht, hat Mercedes, hat Ferrari, also die großen Teams, wo auch noch Geld hinten dran ist, gilt es abzuwarten, ob das wirklich schon ihr finales Auto ist oder ob da nicht vielleicht schon die ersten Updates sogar im jeweiligen Werk liegen, gerade die letzten Computer- und Aero-Tests durchlaufen hat und vielleicht dann sogar erst in Melbourne wirklich im Einsatz zu sehen ist, um der halt wissentlich, dass man schlechtere Teile verwendet, der Konkurrenz nicht zu viel zu verraten in den Vortests über die eigene Performance-Möglichkeiten. Also ich denke mal, bei Mercedes, Ferrari, Red Bull, zum gewissen Teil auch Williams und McLaren, auch wenn die ja nicht mehr so aus dem großen Geld schöpfen können, wie das man noch vor 8 Jahren war, zum Ende der alten Ära mit den breiten Flügeln. Das war knapp. Aber ich denke schon, wir werden hier wieder ordentlich Probleme mit der Haltbarkeit der Reifen kriegen. Ja, um zurück zum Thema auf die Aussichten der Saison 2016 zu kommen. Auch bin ich gespannt, wie schneidet Pascal Wehrlein ab. Ich meine, man braucht jetzt nicht zu glauben, dass der Manor Racing F1 innerhalb eines Winters zu einem oberen Mittelfeldauto wird. Das glaube ich nicht. Das auch nicht jetzt mit Mercedes-Motoren, denn letztes Jahr haben sie Ferrari-Motoren drin. Die Ferrari-Motoren sind im Vergleich zur Konkurrenz ja auch nicht so viel schlechter. Man hat zwar nicht die Spitzenleistung wie der Mercedes, aber man hat trotzdem keinen schlechten Motor gehabt. Da weiß ich jetzt nicht, inwiefern sie vielleicht ein besseres Fahrzeug hinbekommen haben. Vielleicht haben sie den Abstand zur Konkurrenz ein bisschen verkürzt und können da jetzt besser mithalten. Und fahren nicht immer so um die letzten 4 Plätze mit, sondern vielleicht mal um die letzten 6 Plätze. Aber was da interessant ist, wenn man drauf schaut, wie gut ist Pascal Wehrlein. Wie gut ist er im Vergleich zu seinem Teamkollegen? Ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Jahr Will Stevens ist oder ob das ein Bruno Senna ist. Alexander Rossi ist oder sonst wer, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Will Stevens, aber ich bin mir echt nicht sicher. Denn eins muss man sagen, Roberto Meri ist kein allzu schlechter Fahrer gewesen. Also er weiß schon, wie Rennfahren funktioniert. Und Will Stevens als relativ, doch mit, er hat, also sagen wir mal so, von der Bekanntheitsgrad der Namen, ist ein Roberto Meri bekannter, durch seine DTM-Zeit, und auch seine Langstreckenzeit bei Audi,
Ne, war es Audi oder war es Mercedes? Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall durch seine DTM- und Langstreckenzeit bekannter wie ein Will Stevens im internationalen Motorsport gewesen. Und Will Stevens hat sich davon gar nicht erst beeindrucken lassen und hat da noch doch solide untermauert, dass er eigentlich der bessere Fahrer ist. Und das hat er auch mit den anderen Teamkollegen, die er bekommen hat, so gehandhabt. Also mit Alexander Rossi und Co. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Auch wenn es Alexander Rossi war, der letztes Jahr in Austin ganz knapp an Punkten für Marussia vorbeigeschrammt ist und damit das wiederholt hätte, was Jules Bianchi auf dem damals noch nur Marussia hießenden Fahrzeug in Monaco geschafft hat, bevor er dann in Japan, das ist mir ja leider alle, und dann 2015 an den Folgen dieses Unfalls ja leider verstorben ist. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn du weiter einholen willst, fehlen dir noch 4 Zehntel. Damit ist Jules Bianchi das jüngste Opfer eines Formel-1-Unfalls. Und damit meine ich jetzt im Nachhinein die Violetta, die Marussia vorherige Virgin und dann später Marussia-Testfahrerin. Das heißt ja, sie sei an den Spätfolgen ihrer Verletzungen gestorben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt. Es gab ja auch teilweise das Gerücht, dass sie sich umgebracht hat. Sie hat ja schließlich ein Auge bei dem Unfall verloren. Aber sie war ja danach ja schon wieder aus dem Krankenhaus draußen. Es gab ja Bilder von ihr mit Augenklappe, Intimkleidung. War sie doch, glaube ich, sogar noch ein Rennen besuchen. Und man weiß es aber. Ich will ja jetzt gar nicht drüber spekulieren. Ich will jetzt ja keinem unterstellen, dass sie sich in Wirklichkeit umgebracht hat. Und man versucht es zu vertuschen, weil das halt nichts in kein was angeht oder sonst was, das will ich jetzt nicht, das geht zu weit. Aber auf jeden Fall kann man sagen, sie ist nicht so unmittelbar an den Folgen eines F1-Unfalls gestorben, wie das bei Jules Bianchi der Fall war. Bei dem es ja tatsächlich nie ein Stückchen bergauf gegangen ist und nicht sich später irgendwelche Spätfolgen aufgetan haben, sondern bei ihm ist es wirklich ja die Verletzungen, er hat lang gekämpft, er lag lang im Koma und irgendwann hat sein Körper den langen Kampf einfach verloren. Und bei der Violetta scheint es ja dann doch ein bisschen um mehrere Ecken gegangen zu sein. Auf jeden Fall auch rennunfalltechnisch. Violetta war ein Testunfall. Die Bremsen und Reifen werden langsam etwas zu heiß. Lass es in den Kurven etwas langsamer angehen. Wow. Gehen wir noch einmal Standard-Gemisch frei. Zack, Vierter. Da fehlt aber noch ein bisschen was auf Nico Rosberg. Gut, hat ja auch ein bisschen mehr hier mit Nico Hülkenberg zu kämpfen, aber egal. Solche Ausreden zählen nicht. Der Sauber da vorne von Marcus Ericsson hält so ein bisschen den ganzen Verkehr hier auf. Ach komm, Nico Rosberg, das geht besser. Ich weiß, er war jetzt mehr schuld wie Nico Rosberg, aber egal.
Das nenne ich jetzt aber mal klasse überholt. Das nenne ich jetzt aber mal überlegene Bestzeit. Da haben wir in der letzten Runde hier erreicht heute im Training Platz 1. Wir sind schon gespannt, wie das morgen im Qualifying aussehen wird. Da haben wir ja ordentlich zugeschlagen, würde ich mal glatt behaupten. Bottas 6. Okay, also wirklich eigentlich Mercedes, Ferrari, Williams, Red Bull, fast schon wirklich zu deutlich. Männer, Lotus, Sauber, McLaren. Button 12. immer noch nicht schlecht abgeschnitten. So, dann gehen wir zum Ende dieser Folge. Macht's gut, bis morgen zum Qualifying.